Roger Capell, 12 Minuten Donnerstag auf diesem Kanal. Heute mal mit einer etwas anderen Perspektive zu Beginn, denn es ist nämlich Time to say goodbye. Ja, irgendwann im Leben muss man auch mal auf Wiedersehen sagen und tschüss, mach's gut, auf nimmer Wiedersehen. Und das werde ich heute gemeinsam mit euch, liebe Abonnenten und Zuschauer, mal tun. Bevor jetzt die ersten Jubelschreie in den Kommentaren sich niederschlagen, es geht hier natürlich nicht darum, dass ich mich von euch verabschieden will, sondern ich möchte mich gern von einigen Dingen verabschieden, die ich mir im Laufe der Zeit zugelegt habe. Ich habe ja neulich das erste Video gemacht mit zwei Kameras im Einsatz. Einmal der Canon EOS 1200D und dann der Sony A58 vom Duckstyle, die immer noch hier rumsteht und mir tolle Dienste leistet. Ich bin jetzt auf meiner Suche nach einer neuen DSLR immer mehr durcheinander und verunsichert aufgrund der unterschiedlichen Bildqualitäten der beiden Kameras. Da werde ich noch eine Weile dran zu knabbern haben, aber Entschuldigung, aber der Vorteil ist ja, jetzt kommt die Winterzeit und da hat man Zeit zum Überlegen, zum Recherchieren und um den Discord auszuschalten, dass der nicht immer so dazwischen piept, was ich jetzt mal tun möchte. So, wo war man stehen geblieben? Ja, also diese Kameraentscheidung, die wird noch etwas auf sich warten lassen, denn die Bildqualität, die Sony liefert, ist jetzt so okay, aber im Vergleich zur Canon auch nicht mehr so okay. Mag natürlich am Objektiv liegen, glaube ich aber nicht, weil es ist ja ein gutes Objektiv auf der Sony. Die Vorteile der Sony habe ich im letzten Video angeschnitten und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass ich genau sowas brauche und haben will und es wahrscheinlich auch daraus hinauslaufen wird, denn das, was diese Sony als Gebrauchtgerät für den schmalen Geldbeutel liefert, kann eine Canon nicht. Da wird es dann preislich schon in Regionen gehen, da kaufen wir lieber neue Rechner für das Geld. Oder an einem Moped oder schauen wir mal. So, aber warum jetzt Goodbye? Goodbye heißt, ich möchte mich gerne von Dingen trennen, denn Winterzeit ist ja auch Aufrüstzeit. So, und da kommen wir gleich zu dem ersten Teil. Das ist nämlich dieses schicke Ding hier. Das ist eine Hero 3 Black. Jetzt werden die meisten natürlich sagen, Hero 3 Black, was ist denn das für ein Schrott? Aber der Kenner hat wahrscheinlich erkannt, dass hinten auf dieser Hero 3 Black ein Sena Bluetooth Backpack drauf sitzt. Getestet habe ich das Ding. Man kann damit ganz toll Dual-Vlogs aufnehmen. Nur ich nicht, weil ich bisher noch nicht dazu gekommen bin. Und diese Grütze steht jetzt ein Jahr bei mir hier rum und tut eigentlich gar nichts, außer eine schöne Deko in diesem Zimmer zu sein. Daher wird dieses Teil verkauft. Wayne's interessiert, kurze PN im Discord, ansonsten geht's in die Bucht und wird dort verhökert. Ich kann es nicht gebrauchen, ich habe auch keinen Bock, mich mit dieser Technik zu beschäftigen, ich bin mit meinem Sena eh schon überfordert, ich brauche den Scheiß nicht. Also, wer das haben will, wer das gebrauchen kann und wer Dual-Vlogs machen möchte und aufnehmen möchte, dem sei das hier wärmstens empfohlen. So, kommen wir zum nächsten Teil auf der Liste der Entsorgungen. Und das ist ein Teil, für das ich lange gekämpft habe.
nachdem ich lange gesucht habe, das ich leider viel zu wenig eingesetzt habe. Und zwar aus dem Grund, es ist einfach ein bisschen zu groß. Und zwar reden wir hier über den Kollegen DJI Osmo Zenmuse X3. Dieses smarte Gimbal-System, das ich euch ja auch schon vorgestellt habe und das ihr auch schon im Einsatz gesehen habt, das baut recht groß. Ich habe euch auch das Video gezeigt, wo ich hier diesen Kamerakopf abschraube, also dieses Zenmuse heißt das, damit ich es in meinen kleinen Tankrucksack kriege. Aber wenn ich jetzt noch die Drohne dabei habe und eine DSLR und dann habe ich ja so einen Tankrucksack vor mir. Hat man neulich gesehen, als ich mit Drohne und Kamera im Taunus unterwegs war. Bei diesem schicken Teil ist dabei natürlich ein Akku und ein zweiter Akku und ein dritter Akku. Damit eine Laufzeit von roundabout 36 Minuten. Das ist ordentlich, wenn man irgendwo unterwegs ist und auf dem Oldtimer-Treffen alte Mopeds oder Blechkisten filmt oder irgendwo auf einer Burg rumturnt oder in irgendeiner Stadt einen Städtetrip macht oder was auch immer. Da war das Teil immer recht gut. Ich habe das sehr gerne benutzt. Dazu gehört das entsprechende Ladegerät samt dem Stromkabel. Mit dabei ist auch noch dieses schicke Teil. Ich schraube das hier mal so kurzfristig zusammen. Das ist nämlich diese Extender-Verlängerungsausweit-Halterungs-Dings da. Das wird seitlich an den Handgriff geschraubt. Dann hat man hier einen Coilschuh und hier einen Coilschuh. Da kann man zur Not, wenn es sein muss, Lämpchen drauf montieren und hier unten kann man ein Shotgun-Mikro dran montieren. Und wenn das hier unten festgemacht ist, und dann kann man hier oben die Handyhalterung dran machen. Sehr praktisches Teil, das ich auch eigentlich immer im Einsatz hatte, wenn ich das Teil mit auf Tour genommen habe. Ich habe ja auch gezeigt, dass man dieses DJI als Vlogging-Setup benutzen kann, wenn man mal abgesessen irgendwo rumläuft. Und für den ambitionierten Moto-Vlogger und abgesessenen Moto-Vlogger gibt es dann auch noch ein Original-Speedlink-Mikro mit dazu. Das ist dieses Teil hier. Das ist ein sehr gutes Lavalier-Mikrofon. Ich habe vier oder fünf davon, deshalb gebe ich da noch eins mit. Ist momentan in der Bucht. Falls jemand Interesse hat, einfach PN im Discord und dann kann das Ding bei preislicher Einigung auch auf die Reise gehen und einen neuen Besitzer glücklich machen. So, jetzt werden natürlich einige sagen, die Sony ersetzt ja nicht ein Gimbal und wie ich festgestellt habe, auch die Hero 7 ersetzt kein Gimbal. Ich werde mir natürlich etwas Vergleichbares zu diesem Gerät hier zulegen. Und zwar habe ich geplant, mir ein Teil zuzulegen, das ein bisschen größer ist als diese Batterie, also als dieser Akku. Und wer einigermaßen sich auskennt, der weiß auch, dass es sich hierbei um ein Gerät aus dem gleichen Hause handelt, das nur viel kleiner ist. Es ist nämlich der DJI Osmo Pocket. Jetzt habe ich natürlich bei meinen Recherchen zu diesem Teil festgestellt, da gibt es ja noch Wettbewerber und die scheinen unter Umständen in einigen Leistungs-, Spezifikations-, Features besser zu sein.
Das heißt, es wird ein hartes Rennen geben zwischen dem Feiyu Pocket, dem DJI Osmo Pocket und dem Fimi Palm. Das hat ja der Rönnschrad mal in einem Video getestet. Da wird noch ein kleiner interner Kampf ausgefochten. Zwei von diesen drei sind bereits auf meiner Favoritenliste. Was es am Ende dann wird, entscheidet Zeit, Geld und Gelegenheit. Und wenn das Teil da ist, zeige ich es euch natürlich und stelle es euch vor. Des Weiteren habe ich mich entschieden, dass entweder, und jetzt haltet euch fest, die Ducati verkauft wird. Jetzt über den Winter. Ich habe da auch schon jemanden aufgetan, der die unter Umständen nehmen würde. Und dann gibt es ein neues Moped. Und da kommen wir zum nächsten Goodbye in diesem Video. Das heißt, die Ducati geht goodbye. Und wir sagen Hallo zu einem neuen Moped. Und dieses neue Moped wird was Englisches. Das ist schon entschieden. Und da vorletzte Woche mein rechtes Knie gesagt hat, goodbye, wird für mich eine sportliche Sitzposition erstmal bis auf Weiteres ad acta gelegt werden können. Sei denn, ich krieg's wieder in den Griff. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendeinen Sportunfall hätte oder Arthrose oder Arthritis oder Schisslaweng. Ich habe auf der Couch gelegen und bin eingepennt, was man tunlichst nicht tun sollte. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich Knieschmerzen und das plagt mich jetzt schon seit einer Woche. Leider habe ich meine aus Handballzeiten altbewährte Traumasalbe nicht mehr. Da habe ich mir jetzt mal Nachschub bestellt. Und dann werde ich noch löffelweise ein weißes Pulver in mich hineinkippen, das MSM heißt. Wen es interessiert, könnt ihr mal googeln. Und ich hoffe, dass ich das Knie damit in den Griff kriege. Das ist ja jetzt nur was Temporäres, was da jetzt irgendwie durch verdrehtes Liegen zu schmerzhaften Zuständen führt, wenn man sich hinkniet. Ja, und deshalb wird es ein englisches Moped werden. Ich blende euch das auch mal ein, was das sein soll. Denn ich stehe ja nicht nur auf italienische Mopeds, sondern auch auf englische Mopeds. Habe das aber, glaube ich, nie so geäußert. Und einen Dreizylinder wollte ich eh schon immer mal fahren. Und natürlich ist es wieder was Altes. Und ich werde mir diesmal auch Zeit lassen bei der Suche nach einem solchen Motorrad. Schöne Grüße an Bulldog Gas. This is the younger brother of yours. So, das ist zumindest der Plan. Und ich gedenke, den Richtung Frühjahr umzusetzen, wenn ich denn finanziell gebacken kriege. Sollte ich es ohne den Verkauf der Ducati gebacken kriegen, dann gibt es vielleicht noch Hoffnung, dass die Ducati stehen bleibt. Dann muss aber mein Vater, der Erfinder aller Anhänger, seinen Anhänger aus der Garage raus verbannen, weil dann ist da bald kein Platz mehr, wenn da drei Mopeds drinstehen. Also es bleibt spannend. Ansonsten sage ich, passend zum Thema des Videos, goodbye für heute und bis nächste Woche. Wir sehen.